Elektroauto-Highlights 2023. Da rollt eine Menge neuer Strome auf uns zu und das sind so viele, dass ich die nicht alle in ein Video packen kann. Deshalb konzentriere ich mich auf eine kleine Schar von Modellen, die ich besonders interessant finde. Darüber müssen wir reden und zwar nicht nur über Zahlen, Daten, Fakten, die könnt ihr auf diversen Publikationen noch viel besser finden als hier im Video, sondern vor allem über besondere Technik-Highlights und wie ich die Autos so auf den ersten Blick empfinde. Und was soll ich sagen? Das wird gut. Mercedes EQE SUV. Über diese Namensbezeichnung könnte ich jetzt meckern. Früher war das so schön bei Mercedes. Da gab es G-Klasse, S-Klasse, E-Klasse und jetzt hast du die Basisbezeichnung EQE und dann kommt noch die Karosserieform SUV hinten dran. Ja, ob das jetzt schön ist und ob das gut auszusprechen ist, sei mal dahingestellt. Vom Ingenieurstandpunkt stimmt es natürlich, denn die Basis des EQE SUV ist der EQE. Bin ich schon gefahren, das Auto ist wirklich toll zu fahren, sehr sparsam, sehr komfortabel. Gefällt mir von den Proportionen auch noch ein bisschen besser als der EQS, der mir fast ein bisschen zu lang gestreckt ist. Aber wir können ja mal grundsätzlich außen auf das Auto drauf gucken, auch auf den EQE SUV, der natürlich etwas höher baut. Das ist ja ein SUV, ja, soll man auch ein bisschen vernünftiger einsteigen können, soll ja auch ein entsprechendes Plus an Platzangebot bieten. Und von außen ist er halt diese typische Mercedes sehr runde, sehr, sehr glatte Form. Ich würde mir wünschen, dass Mercedes wieder ein bisschen kantiger wird, ein bisschen Charakter zeigt, vor allem in der Front, aber das wollen sie halt gerade so haben. Es ist nicht unbedingt der Aerodynamik geschuldet, klar auch, wobei die Aerodynamik des EQE SUV gut ist. CW 025, das ist aber nicht Weltklasse. Also Mercedes kann bei anderen Autos da noch ein bisschen mehr, auch wenn sie bei dem Auto schon eine Menge getan haben. Die haben auch, wie beim EQS zum Beispiel, der ja mit 020 deutlich besser ist, aber auch eine lange Limousine. Arbeiten sie mit so Aerodynamik-Lippen an den Radhäusern, die das nochmal ganz speziell die Luft führen sollen und damit die Aerodynamik verbessern sollen. So, wie sieht es aus mit den grundsätzlichen Fähigkeiten dieses Autos? Ich konnte ihn mir im Rahmen des Pariser Autosalons schon mal anschauen, übrigens nicht auf dem Pariser Autosalon, da waren die Hersteller nicht, sondern Mercedes hat ihn auf einer getrennten Veranstaltung gezeigt und da gibt es ein paar Punkte, die mir gut gefallen, wenn du ins Interieur reinguckst, das kennst du halt. Ja. EQE, EQS, wenn du einen kennst, kennst du alle, mit den riesigen Display-Landschaften, wenn du dir das bestellst. Ansonsten hast du halt in der Mitte ein etwas kleineres Display, es ist hochwertig, es fühlt sich alles toll an. Es ist wirklich so, wie man das auch in der Klasse, auch in dieser Preisklasse eben an Verarbeitung und Qualität erwartet. Es gibt so ein paar Highlights, für mich ganz persönlich als Uhrenfan. Die haben ja eine Kooperation, gerade die AMG-Modelle, mit IWC. Und da gibt es jetzt eine digitale IWC-Pilot-Chronograph, die da gezeigt wird. Das finde ich einfach ganz schön. Und was mir aber auch aufgefallen ist, wenn du ihn mit dem GLE vergleichst, ja, die spielen ja quasi in der gleichen Klasse, bloß dass der GLE halt noch einen Verbrenner drunter hat, dann ist er nicht ganz so geräumig. Der Kofferraum wirkt kleiner, auch innen drin ist man ein bisschen beengter. Ich bin mal gespannt, ob man damit viele GLE-Käufer überzeugen wird. Wie sieht es denn mit der Reichweite aus? Die Karosserie ist ja nicht ganz so aerodynamisch wie bei der Limousine. Ja, verliert man ein bisschen was. Also die Limousine hat, nagelt mich nicht genau fest, aber über 580 oder 580 Kilometer Reichweite in der Optimalversion. Und da verlierst du dann beim EQE SUV, Gott der Name, ich sag's euch, schon einige Kilometer. Das kann je nach Ausstattung und Variante Mitte 400 Kilometer bis 540, glaube ich, ungefähr sein. Also man verliert schon ein bisschen was über die mächtige Form. Was ist mir noch aufgefallen? Na, die Ladeleistung, die ist nicht wahnsinnig hoch. 170 Kilowatt, da können andere auch mit solchen Akkus deutlich mehr, auch gerade die 800-Volt-Systeme. Und ich habe da übrigens auch mit Ola Kelenius drüber gesprochen und der hat gesagt, ja, in Zukunft wird es bei uns bei Mercedes auch 800-Volt-Systeme geben, weil sie auch bei Mercedes festgestellt haben, dass das schon große Vorteile hat. Da ist noch ein 400-Volt-System drin und ich bin mal gespannt, wie er denn in der Praxis lädt, weil die Spitze ist erstmal nicht so wichtig bei der Ladeleistung, sondern wie das Plateau sich gestalten wird. Maserati Gran Turismo Folgore. Ich habe es einfach mal versucht auszusprechen. Ja, man ist immer geneigt, Folklore zu sagen. Und irgendwie ist das mit der Folklore auch gar nicht so falsch. Denn wenn man das Auto sieht, dann denkt man erstmal nicht an ein Elektroauto. Das ist auch logisch, denn es gibt diesen Folgore in drei Varianten. Zum einen mit einem V6-Motor mit zwei verschiedenen Leistungsstufen und dann gibt es ihn eben auch als rein elektrisches Auto. Und ich finde das sehr interessant, dass Maserati die Mega-Version mit besonders viel Leistung im Boost-Betrieb bis zu 829 PS eben mit der Elektro-Version aufgebaut hat und dass man bei dem Design des Autos
nicht den typischen, ich muss unbedingt zeigen, dass er elektrisch ist, Weg gegangen ist, sondern dass man klassisches Maserati-Design, ja, so ein langes Auto, fast 5 Meter, wieder auf der Straße stehen mit der langen Schnauze, dieses ganz typische Maserati-Design umgesetzt hat. Und er hat ja ordentlich Leistung. Mit der Leistung soll er in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Das müssen wir erstmal nachmessen. Gerade im Elektrobereich gibt es ja auch ein paar Angaben von diversen Herstellern, die sich dann in der Praxis als nicht ganz so zügig erweisen. Der Akku ist im Rahmen dessen, auch wenn man das auf die Leistung bezieht, ich sag mal mittelgroß, 83 Kilowattstunden. Wobei da liegt man, wenn das nutzbare Batteriekapazität ist, so im Bereich dessen, was auch Porsche macht, und Maserati verspricht hier 450 Kilometer für das Auto. Ich glaube, wenn man ihn artgerecht bewegt, hier so in Anführungsstrichen gesetzt, dann wird er keine 450 Kilometer erreichen. Ich finde ihn so, wie er auf der Straße steht, einfach spannend. Das ist ein Designobjekt und es ist toll, dass es ihn sowohl rein elektrisch wie auch als Verbrenner gibt, wenn auch in Anführungsstrichen nur mit V6, wobei die V6-Motoren die italienischen ja trotzdem schön klingen, denn dann kann sich der Kunde entscheiden und ich bin mal gespannt, für was sich der Kunde entscheiden wird. Ein ganz wichtiger technischer Punkt noch, er setzt hinten 2 Elektromotoren ein. Und damit kann ich natürlich so ein paar fahrdynamische Schweinereien machen, weil wenn ich die getrennt voneinander regle, kann ich nur über die Elektromotoren Eindrehimpulse produzieren oder ich kann das Auto sogar stabilisieren. Ja, das ist relativ aufwendig bei einem Verbrenner. Audi hat das ja zum Beispiel umgesetzt mit dem Überlagerungsgetriebe. Du hast vorne einen Motor, ja, du transportierst die Kraft nach hinten, willst dann auf der Hinterachse deine Kraft verteilen und dann musst du das wirklich mit einem Überlagerungsgetriebe machen, das nochmal die Räder beschleunigt oder abbremst. Das ist mechanisch relativ aufwendig. Das ist natürlich mit 2 Elektromotoren viel einfacher zu machen. Du hast im einen Elektromotor, du erzeugst so viel Leistung und der andere erzeugt so viel Leistung oder gar keine Leistung und damit kannst du das Auto noch ein bisschen fahrdynamisch wilder fahren lassen. Ich bin sehr gespannt. Das Auto sieht spannend aus. Er verspricht ein paar spannende Daten. Das werde ich überprüfen, ob ich ihn in den Supertest nehme. Das schauen wir uns mal an. Aber ich finde es gut, dass Maserati einen solchen Weg geht. Eine Sache noch, bevor jetzt einer drunter schreibt, aber der hat doch 3 Motoren. Ja, hat er. Einen noch an der Vorderachse. Aber das Spannende ist eben, dass hinten mit den 2 Motoren die Leistung verteilt wird. Ähnlich wie auch beim Tesla Model S Plaid. Und dann kannst du ein paar Schweinereien machen. Renault R5 in der Elektroversion. Und es gibt selten den Moment, dass ich ein Auto sehe und sage, wow, der sieht gut aus. Vor allem nicht in den Videos, weil ich rede in meinen Videos normalerweise nicht großartig über das Design. Wieso auch? Das ist Geschmackssache. Ich kann euch doch nicht vorschreiben, ob euch ein Auto gefällt oder nicht. Das soll ja jeder für sich entscheiden. Dem einen gefällt der Multipla, dem anderen nicht. Mir gefällt dieser R5, weil er ein für mich gelungenes Retro-Design ist. Retro-Design ist immer schwierig. Ja, gerade für die Designer ist das immer so zum Teil auch ein bisschen ein No-Go, weil die wollen natürlich was Neues erfinden und nicht was Altes nehmen und das bloß ein bisschen verändern. Aber manchmal wird man auch gerade mit einem Retro-Design zum Welterfolg, wie zum Beispiel aktueller Fiat 500, da war es eine gigantische Entscheidung von Fiat zu sagen, machen wir im Retro-Design, auch wenn damals der Designer das nicht unbedingt wollte. So, und der R5, der hat mich echt abgeholt mit dem, wie er da stand, mit seinen Proportionen, mit seiner Bulligkeit. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was davon in die Serie gerettet wird. Wir können uns technisch ein paar Sachen an diesem Auto angucken. Zum einen basiert er auf einer neuen Plattform der Renault-Mitsubishi-Nissan-Allianz. Das ist die CMF-BEV. Plattformen sind immer so ein Ding. Die Hersteller verkaufen Plattformen immer so, dass sie sagen, ja, da können wir jetzt besonders günstige Autos dafür bauen, davon profitiert der Kunde. Die Wahrheit ist, da wird vor allem mal in der Produktion von profitiert, weil man dann eben verschiedene Autos kostengünstiger produzieren kann. Und dann sind wir auch gleich beim Preis. Was soll das Autochen denn kosten? Denn nur hübsch reicht er nicht. Der soll 20.000 bis 25.000 Euro kosten. So wird gemutmaßt. Ich bin mal gespannt, ob sie das halten können. Es wird auch gemutmaßt, dass er mit ungefähr 40 Kilowattstunden losgeht und vielleicht auch eine 52 Kilowattstunden Variante bekommt. Da sind wir dann in dem Bereich wie zum Beispiel auch Renault Zoe. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass das Auto eben den typischen fremderregten Synchronmotor bei Renault bekommt und der Motor hat sich deutlich weiterentwickelt, während die frühen Renault Zoe-Varianten nicht wahnsinnig sparsam waren. Also gerade dafür, dass sie eben Kleinwagen waren, das war okay, aber es gibt in der Klasse Autos, die sind viel, viel sparsamer. Und jetzt haben sie aber gerade in den neuen Varianten, zum Beispiel Renault Megane E-Tech, da haben sie wirklich gezeigt, dass das auch gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten geht, da effiziente Autos mitzubauen. Also, das ist ein spannendes Paket und ich bin sehr gespannt, ob das, was ich in der Studie gesehen habe, dann wirklich auch so auf die Straße kommt. Da ist ja immer ein Riesenunterschied. Und ob er 2023 auf die Straße kommt oder ein bisschen später.
BYD Atto 3. Und nur noch mal zur Erinnerung, BYD heißt Build Your Dreams. Die Chinesen haben es so ein bisschen mit den Namen und auch mit den Namen, die sie für ihre Autos aussuchen. Nun ist Atto 3 kein besonders auffälliger Name, aber es gibt ja auch so Namen wie Aura Funky Cat, was so klingt, als hätte Rita Ora eine Funky Band gegründet. Oder es gibt zum Beispiel bei BYD auch neues Auto, den Tang. Und ich kann mir das Wortspiel jetzt einfach nicht verkneifen. Es tut mir leid, das muss jetzt einfach sein. Was passiert mit dem Namen, wenn ein Tang ins Meer fährt? Dann ist es ein Seetang. So, und jetzt reden wir über den Atto 3. Der Atto 3 ist ein Kompakt-SUV, nicht ganz 4,50 Meter lang. Und damit ist er natürlich in einer Klasse, wo sehr, sehr viele Käufer sich sowas vorstellen können. Das ist eine sehr, sehr beliebte Klasse. Und es gibt zwei sehr spannende Dinge an diesem Auto. Zum einen der Akku und zum anderen der Bildschirm innen drin. Fangen wir mit dem Akku an. Er hat einen Lithium-Akku, da werden auch Ionen verschoben. Aber es ist kein Akku mit der klassischen Zellchemie, die man in vielen anderen Elektroautos findet. Also zum Beispiel NMC, also mit Nickel, Mangan und Kobalt. Sondern es ist ein sogenannter LFP-Akku. Die NMC-Akkus, die eben in vielen Elektroautos drin sind, die haben ihre Vorteile, vor allem wenn es um Energiedichte geht. Da sind die einfach noch mal besser, weil sie eine etwas höhere Zellspannung haben. Also die Basiszellspannung liegt irgendwo in so einem Bereich 3,7 Volt. Schauen wir jetzt einen LFP-Akku an, einen Lithium-Eisenphosphat, dann ist die Zellspannung etwas niedriger, 3,2, 3,3 Volt, was dazu führt, dass an Wattstunden in den Akkus etwas weniger drin ist. Aber der Lithium-Eisenphosphat-Akku, der vor allem in China auch sehr, sehr beliebt ist, ist unkritischer. Da gibt es einen sogenannten Nageldurchstoßtest. Da wird wirklich ein Nagel durch eine geladene Batteriezelle durchgesteckt und dann wird geguckt, ob die Batteriezelle eben Feuer fängt. Und während die meisten Lithiumzellen dann Feuer fangen, macht das ein LFP-Akku nicht. Ja, er hat eine etwas geringere Energiedichte, aber er ist wirklich sehr robust, was das betrifft. Er hat dafür ein paar andere Probleme. Er hat unter anderem eine etwas höhere Kälteempfindlichkeit. Es kann also sein, dass im Winter die Akkus nicht ganz so leistungsfähig sind, gerade was das Laden betrifft. Ja? Tesla setzt ja auch beim Standard Range Modell auch schon LFP-Akkus ein. Aber insgesamt, weil die ganze Zellchemie auch einfacher ist, sind die auch günstiger zu produzieren. Und damit ist es definitiv eine Zukunftstechnologie, wenn du ein bisschen dran drehst. Und das hat BYD gemacht. Sie sind ja auch ein riesiger Zell- oder Akkuproduzent. Und sie haben sich eine sogenannte Blade-Technologie einfallen lassen. Also die Akkuzellen sind wie so Klingen aufgebaut. Wenn man sich den Akku mal anschaut, sind das ganz schmale Klingen, sehr lange, ganz schmale Klingen, die da zusammengefügt worden sind zu einem großen Batteriesystem. Und damit erreichen sie, dass sie auch aus diesem Akku eine relativ große Energiedichte rausholen. Ja, die ist nicht ganz so hoch wie bei den anderen Technologien, aber sie ist günstiger, sie ist unkritischer. Und sie hat echt Potenzial, in Zukunft in sehr, sehr vielen Autos drin zu landen. Und da gibt es noch eine Besonderheit an dem Atto 3. Er hat ein 800-Volt-System. Man sieht insgesamt die Tendenz, dass es zu den 800-Volt-Akkusystemen geht. Was ich sehr lustig finde, denn als ich Bloch-Erklärt-Videos am Anfang über die 800-Volt-Systeme gemacht habe, da sind dann vor allem, man kann es ganz klar sagen, dann sind vor allem die Tesla-Anhänger über mich hergefallen. Ja, das würde gar nichts bringen und was soll das denn? Und mit 400 Volt geht das auch. Ja, können wir alles so stehen lassen. Fakt ist nur, ich habe mit so vielen Herstellern jetzt gesprochen und es gibt eine ganz klare Tendenz zu 800-Volt-Systemen. Vor allem, weil sie beim Laden einfach nur mal was draufpacken können. Und das ist unter anderem beim Atto 3 dann hoffentlich der Fall. So, und dann gibt es jetzt noch einen zweiten Punkt, der ganz lustig ist. Wir gucken in das Interieur des Autos und da sehen wir einen Bildschirm. Und da sehen wir auch ganz klar wieder Tesla. Definitiv. Das haben die sich bei Tesla abgeguckt. So wie der Bildschirm innen drin ist. Ja, die Chinesen kopieren nicht mehr wie früher. Aber sie wissen schon noch, wo sie hingucken müssen, um besonders cool oder hip zu sein. Und dieser Bildschirm hat eine Eigenschaft. Kann man jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Der kann sich drehen. Den kannst du horizontal oder vertikal dir angucken. Es gibt also einen Streit, ob eher eine horizontale Orientierung, wie zum Beispiel bei Tesla gut ist, oder eher eine vertikale Orientierung, wie man sie zum Beispiel bei Mercedes findet. Ich persönlich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich mag die vertikale Orientierung ein bisschen lieber. Und das ist das Interessante beim Atto 3, das kann ich mir einfach aussuchen. Auf Knopfdruck, ich glaube, es geht sogar auf Gestensteuerung, wechselt er seine Position. Könnt ihr ja darüber streiten, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wann das Auto auf die Straße kommt und wie er sich dann fährt. Jeep Avenger. Und da müssen wir jetzt gleich mal ein paar Vorstellungen korrigieren. Denn bei einem Jeep stellt man sich schon ein mächtiges Offroad-Monster vor. Ja? Mit riesigen Rädern, Allradantrieb, kommt überall durch. Hier über den Rubicon Trail. Ich bin ja selbst schon einige Jeeps gefahren. Die sind
so in der Vorstellung unverwüstlich und kommen überall durch. Und dann sieht man den Avenger und da müssen wir ein bisschen überrascht, denn das Auto ist relativ kompakt, kurz kann man sogar sagen. 4,8 Meter. Ja, ein Suzuki Jimny ist mit 3,67 Meter, glaube ich, noch ein bisschen kürzer, aber der ist relativ kompakt. Er hat auch keinen Allradantrieb. Er hat, so wie er erstmal rauskommt, einen Frontmotor. Und es gibt aber trotzdem Offroad-Modi für dieses Auto. Also Sand, Schlamm, was auch immer. Ich bin mal gespannt, ob das nur ein Marketing-Gag ist mit dem reinen Frontkratzer, ob das so funktioniert. Aber wie gesagt, das müssen wir erstmal fahren. Da kann man jetzt nur ein bisschen drüber spekulieren. Der Avenger ist der erste auf einer neuen Plattform im Stellantis-Konzern, auf der eCMP2-Plattform. Das heißt nicht das, worauf eben Opel Mokka und DS-Modelle oder ein Peugeot E2008 sitzen, sondern da hat sich einiges geändert, so sagt Stellantis, gerade was den Akku betrifft, auch was den Elektromotor betrifft, hat der 156 PS, wobei ich mir das dann nochmal im Detail anschauen muss, was da wirklich anders geworden ist. Beim Akku haben wir es jetzt mit einem 54 Kilowattstunden Akku zu tun. Brutto, netto kommt ein bisschen mehr als 50 Kilowattstunden raus, heißt ein bisschen größer als die bisherigen Akkus. Für mich ist eines wichtig. Die bisherige Plattform eCMP1 war nicht extrem effizient. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht davon, wie viel ein Opel Corsa E auf der Autobahn speziell verbraucht. Auch ein Peugeot E208 ist ein tolles Auto, sieht klasse aus, fährt auch toll, aber ist jetzt kein Effizienzwunder. Und da muss ich einfach noch mal ein bisschen was tun und der Stellantis-Konzern und auch die Untermarken darunter haben versprochen, dass sie da noch mal etwas nachbessern wollen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Bei der Ladeleistung ist nicht wahnsinnig viel passiert. 100 Kilowatt bietet er jetzt. Das ist für einen Akku in der Größe ordentlich, aber jetzt nicht weltbewegend. Bei den Verbrauchsangaben, die derzeit für das Auto angegeben werden, so im Bereich 15, 16 Kilowattstunden, kann man damit rechnen, dass das Auto unter normaler Fahrweise 350 Kilometer weit kommt. Vielleicht so in der Richtung, in der Stadt kann es ein bisschen mehr sein. Was ich gut finde, ist, dass er eine besondere Form hat. Viele Elektroautos stürzen sich jetzt gerade verständlicherweise sehr stark auf super aerodynamische Formen. Aber der Jeep hat noch so ein bisschen Charakter behalten. Mal schauen, wie das dann hier wirklich in der Praxis wirkt. Und er ist halt kompakt und damit auch für die Stadt geeignet. Und in der Stadt soll er, ich sag's einfach mal, über 500 Kilometer Reichweite haben. Ich weiß nicht, wer von euch 500 Kilometer durch die Stadt fahren will. Ja, das ist genau der Punkt. Warten wir es mal ab, was mit dieser Plattform passiert, was wir da noch sehen. Und wie Verbräuche und Reichweiten dann in der Realität aussehen werden. NIO ET5 oder ET5, wie man es auf Chinesisch ausspricht, weiß ich es leider nicht. Jedenfalls ist das ganz klar ein Tesla Model 3 Konkurrent. Da geht NIO, finde ich, auch relativ unverhohlen mit um. Dieses Auto positioniert man auch leistungsmäßig, auch reichweitenmäßig ganz klar gegen den Tesla. Und wenn man ihn sich anschaut, dann sieht man da auch, ich will nicht sagen Ähnlichkeiten, aber man sieht, dass die schon in einer Liga spielen. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Länge des Autos. 4,79 Meter. Das ist schon richtig lang. Ich fand auch den BMW i4 mit über 4,70 Meter schon ziemlich lang. Da hast du in der Stadt nicht immer Spaß, wenn du gerade in so einer Stadt wie Hamburg bist und willst einparken, wo die Parklücken nicht immer riesig sind. Da ist jeder Zentimeter weniger besser. Und auch ein Tesla Model 3 ist nicht gerade kurz mit 4,69 Meter, aber doch eben 10 cm kürzer. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen über den ET5 reden, gucken wir uns NIO mal insgesamt an. Das ist eine Marke, die in China sehr viel Erfolg hat, die, wie ich finde, auch einen guten Job machen beim Design. Wobei, da holen die sich auch immer europäische Inspirationen, damit das Ganze dann auch knackig aussieht. Das ist nicht mehr wie früher, wo du auf eine chinesische Messe gegangen bist und wirklich einfach Fotos gemacht hast von den skurrilen Autos, weil du gesagt hast, lieber Gott, was ist denn da los? Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Sondern das kann man sich wirklich angucken. Und jetzt will NIO halt maximal expandieren. Sie wollen weltweit Erfolg haben. In Norwegen sind sie jetzt schon seit einer Zeit lang auch mit ihren Battery Swap Stations. Also du kannst ja wirklich dort einen Akkuwechsel vornehmen. Und dann hast du innerhalb von kaum 5 Minuten eben deinen kompletten Akku getauscht. Und jetzt kommt NIO unter anderem nach Deutschland, auch mit größeren Autos, dem ET7 und eben jetzt auch mit dem ET5. Und es wird 3 verschiedene Akkus geben. 75 Kilowattstunden, 100 Kilowattstunden und 150 Kilowattstunden. Bei den Battery as a Service Autos, also dort, wo ich quasi die Batterie nicht selbst besitze, also das Modell, wie früher auch das Renault sich ausgedacht hat, bloß dass man da eben die Akkus nicht tauschen konnte,
kann ich dann wirklich an der Akkuwechselstation in Zukunft theoretisch entscheiden, ich will jetzt den Akku, den oder den Akku. Das geht jetzt so noch nicht, auch gerade mit den besonders üppigen 150 Kilowattstunden Akkus. Aber die werden auch kommen und die sollen laut chinesischer Norm, also die haben auch ihren eigenen WLTP, ich glaube, da heißt CLTC, wenn ich mich nicht täusche, soll das Auto 1000 Kilometer Reichweite bieten. Und dann frage ich mich natürlich, Moment, wenn das Auto 1000 Kilometer Reichweite bietet, sagen wir in der Praxis 800 Kilometer, dann habe ich doch zumindest in Deutschland oder in Europa kaum noch das Bedürfnis, da wirklich den Akku wechseln zu wollen. Weil damit fahre ich die meisten Strecke, da muss ich sowieso eine Pause machen und habe dann auch Zeit, um das Auto auch wieder aufzuladen. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen auf das Auto. Er zielt klar auf den Tesla Model 3, auch bei der Leistung, hat 489 PS, zwei Motoren, Allradantrieb und damit soll er in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 gehen. Das ist übrigens nicht so wahnsinnig üppig für 489 PS. Ja, auch ein Genesis GV60 beschleunigt in den tiefen 4 Sekunden mit dieser Leistung, also mit 490 PS. Aber ich hätte von der Limousine, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr erwartet. Vor allem, wenn man mit Tesla konkurrieren will. Weil so ein Tesla Model 3 Performance schafft es ja dann doch in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 zu kommen. Jedenfalls ist das Auto spannend. Ich freue mich sehr, ihn zum ersten Mal zu fahren. Und ich werde ihn, sobald er dann in Deutschland angekommen ist, dann auch definitiv zum Elektroauto-Supertest nehmen. Da muss er dann wirklich zeigen, ob er was kann. Audi Q6. A6 Avant, alle e-tron und Porsche Macan in der Elektrovariante. Wieso erwähne ich die alle in einem Rutsch? Ja, weil sie alle auf der gleichen neuen Plattform aufbauen. Premium Platform Electric. Schönes bayerisch-schwäbisch. Wieso bayerisch-schwäbisch? Weil diese Plattform von Audi und Porsche zusammen entwickelt worden ist. Und da wollen sie eben nochmal deutlich was draufsetzen auf den modularen Elektrobaukasten. Wie er zum Beispiel ja beim Audi Q4 e-tron oder beim VW ID.4 eingesetzt wird. Da geht es ja bis maximal 299 PS und da soll jetzt nochmal ordentlich was draufkommen. Und das erste Auto, was aus dieser Phalanx eben herauskommt, ist der Q6 e-tron. Der soll 2023 auf unsere Straßen rollen. Die genauen Daten müssen wir uns dann anschauen, wenn Audi dazu eine Pressemitteilung rausgibt. Aber Audi hat schon mal einen Hinweis darauf gegeben, wohin sich dann auch Leistung entwickelt. Und zwar mit dem A6 Avant e-tron. Den haben sie ja schon gezeigt, wobei sie haben die Limousine auch gezeigt und der hat 476 PS, also deutlich mehr als das, was der MEB zurzeit bietet und Allradantrieb. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir gucken uns die Autos nochmal an. Ich fand sie schon richtig lecker. Also das war schon toll, was Audi da gezeigt hat. Und dann war auch meine erste Reaktion bei den ganzen neuen Varianten, na, mal gucken, ob die so in der Serie wirklich kommen. Aber Audi sagt, zu 95% werden die Autos in der Serie so aussehen. Da muss man natürlich immer ein bisschen korrigieren. Da muss man auf die Radgröße gucken. Da muss man drauf gucken, wie hoch ist das Auto. Es wird in der Serie wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Noch an ein paar anderen Punkten nicht mehr ganz so dynamisch. Aber wenn Sie in die Richtung gehen, dann wird das richtig lecker. Dann wird das richtig gut. Und was vor allem gut ist, dass eben weiterhin auf die 800-Volt-Plattform gesetzt wird mit Ladeleistung bis zu 270 kW. Ich bin mal gespannt, ob Audi und Porsche das in Zukunft noch ein bisschen aufbohren, ja, weil alle Hersteller setzen ja schon zurzeit darauf, die Akkus zu beobachten. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, wird dann ein bisschen mehr Ladeleistung freigegeben. Ja. Beim MEB hatten wir das ja, da wurde mit 125 Kilowatt angefangen. Inzwischen bist du an der Ladesäule bis fast 180 Kilowatt angekommen. Und auch hier ist für mich das Entscheidende. Ja, sie fangen mit einem SUV-Coupé, dem Q6, an. Aber es kommt eben auch ein Kombi. Und ich habe echt die Hoffnung, dass der A6 Avant, wenn er denn wirklich lecker aussieht, viele Leute, die sich ansonsten für ein SUV entschieden hätten, sagen, nee, wir nehmen das Auto. Und ich habe auch die Hoffnung, dass er viel Platz bietet und vor allem auch Anhängerlast. Weil das ist bei vielen Elektroautos ja ein bisschen ein Problem, dass du nicht richtig was ziehen kannst. Aber Q4 oder ID.4 haben ja schon sehr, sehr viel Platz im Innenraum. Und die Varianten, die bei einer Plattform, die noch drüber ist, angesiedelt sind. Die müssen dann noch ein bisschen mehr bieten. Also, das wird sehr interessant. Und ich freue mich drauf, alle Autos, komplette Phalanx, die vier, die ich jetzt genannt habe, zu testen. Lotus Elettra. Elettra, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Fakt ist, das ist das Einzige, was an diesem Lotus noch irgendwie Tradition hat. Denn alle Lotus-Modelle fangen ja mit einem E vorne an. Ob jetzt Elise, Esprit und Co. Aber es ist vorne ein E. Wobei das Elettre klingt ja schon nach elektrisch.
Und damit haben wir auch einen Lotus, der rein elektrisch ist. Wobei, das ist jetzt noch keine Katastrophe. Die Zeiten ändern sich eben. Aber einen Lotus hatte man bisher als zweisitzigen Sportwagen im Kopf. Super leicht, mega agil, ein reines Fun-Fahrzeug. Und was steht da jetzt? Ein Trumm, ein Elektro-SUV. 5,12 Meter, wenn ich die Zahl noch genau im Kopf habe, lang. Also ein wirklicher Gigant. Die Optik erinnert erstmal an einen Urus. Und es hat überhaupt nichts mit den Werten zu tun, für die Lotus bisher stand. Ich weiß ganz genau, dass speziell ein Christian Menzel einen Komplettvogel bekommt, wenn er dieses Auto sieht. Aber Lotus muss ja auch schauen, wie sie in Zukunft an die solvente Kundschaft ihre Autos bringen. Und da entwickeln sie sich eben weiter. Ferrari hat jetzt auch einen in Anführungsstrichen SUV gezeigt. Das muss einem nicht gefallen. Also mir persönlich gefällt das jetzt ganz ehrlich nicht sonderlich. Aber die Firmen gucken natürlich dorthin, wo es Geld zu verdienen gibt. Und da gibt es anscheinend Geld zu verdienen. Und beim Elettre haben wir es jetzt auch mit einem Auto zu tun mit stark chinesischem Einfluss. Denn Lotus gehört zum Geely-Konzern. Aber übrigens gehört ja auch Volvo zum Geely-Konzern. Und die haben ihre eigenen elektrischen Plattformen. Und im Rahmen dieser Plattform und auch bei dem Elektro-Know-how werden sie sich sicherlich bedienen, aber mit deutlich mehr Leistung. Also die Elettres kommen mit Allradantrieb. 612 PS geht es los, 258 km/h, glaube ich, Spitzengeschwindigkeit. Das geht aber hoch bis 918 PS. Also das ist wirklich richtig mächtig, was Lotus da auffährt. Und man könnte jetzt sagen, ja cool, viel Leistung und Sportlichkeit in Anführungsstrichen. Aber auf der anderen Seite ist Lotus echt ganz, ganz weit weg damit von seinen Wurzeln. Ich persönlich weiß nicht, was Colin Chapman, der Lotus-Gründer, dazu gesagt hätte. Ich kann positiv noch sagen, 800 Volt, Akkusystem kommt rein. Es sind, so steht es zumindest bisher in den sehr dehnbaren technischen Daten, bis zu 350 Kilowatt an Ladeleistung angedacht. Mal schauen, ob das in der Praxis auch so umgesetzt wird. Ja, neues Lotus halt. Peugeot 308 und Opel Astra. So, was ist jetzt in mich gefahren? Das sind Autos von zwei verschiedenen Herstellern und die haben doch beide einen Verbrennungsmotor. Bisher. Da gibt es maximal Plug-in-Hybride, aber sowohl Opel wie auch Peugeot haben angekündigt, dass eben diese Kompaktautos in Zukunft auch einen reinen Elektroantrieb bekommen. Und Opel wie Peugeot sind ja unter dem Dach des Stellantis-Konzerns. Und da gibt es eben eine Karosserievariante, die mich besonders abholt. Und das ist der Kombi. Der ist bisher im Elektroauto-Bereich quasi nicht präsent. Es gibt einen Hersteller, der einen Kombi anbietet aus China. Man könnte jetzt darüber streiten, ob ein Porsche Sport Turismo ein Kombi ist. Aber Fakt ist, normalerweise werden entweder Kleinwagen oder Sportwagen oder halt SUV verkauft oder Kompaktwagen. Aber der Kombi findet kaum statt, was schade ist, weil er die effizientere Karosserieform ist. Man hat eine geringere Stirnfläche als der SUV, damit einen besseren Luftwiderstand. Er hat in den meisten Fällen auch etwas weniger Gewicht. Und damit sorgt das dafür, dass er üblicherweise effizienter ist, ohne dass man am Raumgebot großartig Abstriche machen muss. Meist ist es genauso gut. Und wenn man sich jetzt gerade die Opel- und Peugeot-Variante anschaut, dann werden wir da Kombis sehen, die halt mit Basisvolumen weit über 500 Liter, so rund 550 Liter, bis Maximalvolumen über 1500 Liter kommen. Ja, also genau das, was SUV auch anbieten, bloß eben in einer effizienteren Karosserieform. Und das finde ich gut. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was da an Antrieb und Akku reinkommt. Da wird er auf die Komponenten der neuen Plattform setzen. Das heißt, der Motor, der Elektromotor an der Vorderachse wird ein bisschen stärker werden, 156 PS oder eben in neuer Leistungswährung 115 kW. Und der Akku wird ein bisschen wachsen auf brutto 54 Kilowattstunden oder netto fast 51 Kilowattstunden, was man wirklich nutzen kann für die Fahrerei. Und dann wird für den Peugeot auch ein Verbrauchswert genannt, den ich sehr erstaunlich fand. 12,7 Kilowattstunden. Ich bin mal sehr gespannt, was der in der Praxis verbrauchen wird, weil das klingt erstmal sehr wenig und ich war von den Stellantis Elektromodellen bisher zwar optisch schon angetan, ich fand auch toll, was die für Fähigkeiten hatten, aber bei der Effizienz war da noch sehr viel Potenzial. Das war nicht Weltklasse, was Opel, Corsa, Mokka, Peugeot und Co. da gezeigt haben. Da muss deutlich was passieren und ich habe die Hoffnung, dass da jetzt deutlich nachgelegt wird. Bei der Ladeleistung passiert nichts Gigantisches. Da sind 100 Kilowatt angegeben. Dann muss man insgesamt sagen, ja, ich finde es toll, dass sowohl der Peugeot wie auch der Opel Astra elektrifiziert werden. Da hat man einfach das Angebot für den Kunden. Der kann wirklich auswählen, fahre ich Verbrenner, Plug-in-Hybrid oder Elektro. Aber die Elektro-Varianten
bieten jetzt keine ersten technischen Daten, wo ich sage, wow, das ist viel besser als die Konkurrenz. Aber auch da gilt, erstmal fahren und dann urteilen. Volvo EX90. Und es war ja zu erwarten, dass Volvo den XC90 auch irgendwann elektrifiziert, aber sie haben nicht einfach einen klassischen XC90 genommen und einen Elektroantrieb reingenagelt, wie zum Beispiel beim XC40, sondern sie haben wirklich ein neues Auto aufgebaut. Aber das ist sehr groß geworden. Über 5 Meter. 5,4 Meter. Und damit ist er über einen halben Meter länger als ein XC40, der ja noch erfreulich kompakt geblieben ist. Und er ist nicht nur groß, der wird auch richtig schwer werden. 2,8 Tonnen. Das muss man einfach mal setzen lassen. 2,8 Tonnen. Wenn du dann noch ein paar Leute reinsetzt mit allem drum und dran, dann musst du ja langsam Gedanken darüber machen, ob alle mit dem neuen Führerschein das Auto überhaupt noch fahren dürfen. Ja, geht ja bis maximal 3,5 Tonnen. Aber dafür ist halt auch ein riesen Akku reingekommen. 111 Kilowattstunden hat er. Und mit dem großen Akku ist auch die Ladeleistung gewaltig gestiegen. Bisher lag die Ladeleistung hier bei maximal 150 Kilowatt. Das war okay. Und jetzt geht sie hoch bis 250 Kilowatt. Und damit kriegst du natürlich in den Akku ordentlich schnell wieder Energie hinein. Und wenn ich schon sage hinein, dann gucken wir in das Auto mal hinein. Denn Volvo hat vor vielen Jahren mit seiner Änderung des Cockpits, mit dem Zentraldisplay, schon Impulse gesetzt. Und das war damals auch modern, aber inzwischen wirkt das Ganze ein bisschen angestaubt. Und jetzt beim EX90 räumen sie nochmal richtig auf. Der wird erheblich reduzierter, der Bildschirm wird nochmal dominanter, der Rest der Elemente wird ein bisschen klarer, ich würde sagen skandinavischer. Und ich hoffe auch, dass sie bei der Bedienung noch mal ein bisschen nachgelegt haben, weil da sind sie jetzt dann doch von manchen auch so ein bisschen links und rechts überholt worden. Was ich von dem EX90 erwarte, sind zwei Dinge. Zum einen, er muss richtig viel Raumangebot bieten und er muss eine ordentliche Anhängerlast haben. Weil wenn man schon so ein großes Auto baut, so ein großes, schweres, mächtiges Auto, dann muss das auch zurückgezahlt werden, wenn es um Raum und Anhänger geht. Und er muss auch ein bisschen was an Leistung haben, wobei das klingt sehr bekannt. 408 PS, das kennen wir ja auch vom XC40, und da ist jetzt die Frage, ob so 408 Allrad PS da eine besondere Dynamik in einem 2,8 Tonnen Auto entwickeln werden. Ja, der wird fahren und der wird auch einigermaßen beschleunigen, aber beim XC40 ist es ja gerade der Vorteil, dass er eben ordentlich davon geht, dass er richtig Spaß macht. Und ich weiß nicht, ob das beim EX90 auch so sein wird. Muss mal gucken, wenn wir ihn fahren. Wichtig ist, dass Volvo beim Thema Effizienz nochmal nachlegt, weil das war ein Problem beim XC40, dass die beiden Synchron-Elektromotoren beim Fahren sich so zum Teil gerade beim Rollen so ein bisschen bekämpft haben, weil du konntest sie nicht wegschalten und damit war das Schleppmoment, wenn er nur gerollt ist, relativ hoch, was dazu geführt hat, dass das Auto kein Effizienzweltmeister war. Ja, der hat schon einige Kilowattstunden mehr verbraucht als die anderen. Und wenn das dann nochmal beim schweren und großen Auto da drauf kommt, wie gesagt, da muss Volvo nachbessern. Und auch bei diesem Auto wird abgerechnet, wenn er auf der Straße ist. Das war meine Elektroauto-Highlights 2023. Und ganz wichtig, Highlights heißt nicht, dass ich jedes dieser Autos toll finde und auch persönlich kaufen würde. Das heißt einfach, dass das besondere Autos für das Elektroauto-Jahr 2023 sind. Und wenn ihr mich jetzt fragt, welches dieser Autos ich persönlich besonders gut finde, dann könnte ich mich jetzt diplomatisch rausziehen und könnte sagen, ach, da sind viele dabei. Aber ganz ehrlich, den Audi A6 Avant e-tron, der ist schon lecker. Und jetzt könnt ihr noch entscheiden, was ihr gut findet. Schreibt es in die Kommentare. Gefragt, wenn es um die Besten geht. Jetzt die besten Autos 2023 wählen. Best Cars, die große Leserwahl von Auto, Motor und Sport. Jetzt abstimmen und mit etwas Glück einen von zwei Traumwagen gewinnen.